Ich glaube, viele Leute haben große Ängste, eine Klinik aufzusuchen. Ich glaube, es gibt noch viele Vorurteile. Man weiß nicht so richtig, was einen erwartet. Für viele ist es auch eine Herausforderung. Gerade, ich glaube, für Menschen mit Kontrollzwängen ist es dann einfacher, in die Klinik zu gehen, weil sie vielleicht nicht mehr so viel kontrollieren müssen. Für Menschen mit Waschzwängen ist es dann schwieriger, eine Klinik zu sehen, weil es dann ganz viele unvorhersehbare Kontaminationsquellen gibt. Aber können Sie vielleicht ganz generell sagen, was so Schwierigkeiten sind, was Betroffene in einer stationären Therapie erwartet, womit sie zu rechnen haben und wie man ihnen vielleicht ein bisschen die Angst auch nehmen kann, wenn es notwendig ist. Ja, wie Sie völlig richtig sagen, haben viele Menschen Angst vor einer stationären Behandlung, vor allem wenn es um Kontamination geht, weil man dort mit vielen anderen Menschen zusammen ist, in Gemeinschaftsräumen ist. Das kann ein ganz schwieriger Schritt sein. Viele Kliniken haben auch nicht unbedingt immer ein Einzelzimmer. Das ist dann noch eine größere Herausforderung. Stationäre Programme haben einen hohen Wert in der Behandlung, weil sie spezifische Therapien anbieten. Also wichtig ist mir, dass man dann in eine Klinik geht, die ein spezialisiertes Konzept vorhält. Das steht auch in der Leitlinie so drin. Also man soll da nicht in eine Klinik gehen, wo man als Patient auf einer gemischten Station ist mit allen möglichen unterschiedlichen Krankheitsbildern, weil es ein großer Vorteil ist, wenn man ein spezifisches Behandlungskonzept hat und auch mit anderen Patienten zusammen ist. Es ist ein ganz großes Erlebnis, positives Erlebnis ist für viele, die zum ersten Mal sehen, das sind viele andere, die haben genau das gleiche Problem. Und wenn man sich total schämt und irgendwie zum ersten Mal im Leben die Erfahrung macht, die anderen haben genau die gleichen Probleme wie ich. Das kann unglaublich entlastend sein und man kann sich auch gegenseitig unterstützen und im günstigsten Fall wirklich gemeinsam gegen die Krankheit ankämpfen. Das spielt einen hohen Wert. Viele sagen, ach, ich habe in der Klinik eigentlich ganz viel auch von meinen Mitpatienten gelernt. Also das hat einen hohen Wert, aber es muss ein spezifisches Konzept sein. Man kann in einer Klinik sehr gut intensiv auch mit Exposition arbeiten, weil die Alltagssituationen, Hände waschen, zum Essen gehen, duschen, auf die Toilette gehen, Kleidung wechseln, das sind ja alles Alltagssituationen, die dann auch in der Klinik eine Rolle spielen. Oder in der Klinik selbst gibt es auch Übungsmöglichkeiten für Kontrollzwänge, wo man Küchen hat, wo man mit elektrischen Geräten üben kann und vieles andere machen kann. Da kann man sehr viel üben, muss dann aber auch die Übungen wieder in das Zuhause übertragen. Also der Wert der stationären Behandlung ist, dass ich halt in kurzer Zeit eine intensivere Therapie, als sie ambulant ist, anbieten kann. Und ich habe ganz viele Patienten kennengelernt, wo einfach die ambulante Therapie zu wenig intensiv war und man dann einfach eine stationäre Therapie macht. Wenn es aber ganz intensive ambulante Therapien gäbe, bräuchten auch nicht so viele Menschen in eine Klinik gehen. Aber da sind wir, so weit sind wir eigentlich noch nicht. Es gibt natürlich auch den Nachteil, man ist rausgerissen aus dem alltäglichen Leben. Man ist in einem Klinikaufenthalt, ein Mensch, der noch nie in einem psychiatrischen, psychosomatischen Krankenhaus war, kann sich auch stigmatisiert fühlen dadurch, dass er mal in einer Klinik war. Das wollen viele Menschen nicht, obwohl es heute so ist, dass man davon wegkommen muss, von diesem Stigma. Und es ist ja eine Stärke, wenn man Hilfe annimmt und wenn man gezielt Hilfe akzeptiert. Man muss auch bedenken, dass eine ambulante Therapie, dass das langwierig oft ist, bis man einen Termin bekommt, vergehen Monate, bis die Therapie beginnt, vergeht nochmal längere Zeit. Dann kann der Therapeut gar nicht so viele Stunden anbieten. Es vergeht oft 1, 2 Jahre und dass es dann einfach schneller geht mit einer Therapie in einer Klinik. Also das sind die Vorteile. Es gibt aber auch klare Indikationen für eine stationäre Therapie. Also wenn zum Beispiel auch schwerwiegende andere psychische Erkrankungen bestehen, wenn eine ambulante Therapie nicht erfolgreich war, auch wenn sie gar nicht verfügbar ist, wäre es auch ein Grund, in eine Klinik zu gehen. Ja, vielen Dank für die Ausführung schon mal. Sie haben gerade gesagt, es ist sehr wichtig, in eine Klinik zu gehen, die wirklich ich glaube, ich nehme jetzt das falsche Wort, aber ein störungsspezifisches Konzept anbietet für die spezielle Störung. Haben Sie da konkrete Hinweise, wie jetzt zum Beispiel ein Betroffener mit einer Zwangsstörung
Kliniken findet, die sowas anbieten. Ich habe das Gefühl, sobald man im Internet googelt, ist man sehr schnell auch überfordert mit allen Möglichkeiten und teilweise auch Werbung von allem Ja. Möglichen und man sucht dann vielleicht gar nicht weiter. Also ich verweise immer auch auf die Deutsche Gesellschaft für Zwangserkrankungen, die ja die Aufgabe hat, als Selbsthilfeorganisation auch Informationen von Betroffenen zu sammeln. Das ist total wichtig und die haben auch eine Liste von Kliniken. Ich sage, es sollten Kliniken sein, die ein Spezialkonzept haben, das heißt auch spezifische Gruppentherapie, Exposition, Behandlung, in Zwängen erfahrenes Personal, das heißt Therapeuten, die Erfahrung mit Exposition haben und idealerweise Spezialstationen, das heißt eigene Stationen, wo speziell Patienten mit Zwangsstörungen dort behandelt werden. Es muss nicht eine Station sein, wo ausschließlich Patienten mit Zwangsstörungen sind, aber das sollte Gruppengröße erreichen. Also mindestens auf einer Station zum Beispiel mindestens 8 andere, die auch wegen Zwangsstörungen behandelt werden. Ich habe das wirklich erlebt, dass das für die Betroffenen super hilfreich ist, wenn da auch andere mit Zwangsstörungen sind. Man fühlt sich da einfach besser aufgehoben, verstanden. Man kann sich gegenseitig solidarisieren und einfach gegenseitig ermutigen. Ja, also wir versuchen auch Gruppensitzungen zu machen, wo alle dann gemeinsam auch bestimmte Expositionen, es geht natürlich nur bei einem Teil der Zwänge, also man macht schon individuelle Expositionen, aber auch in der Gruppe auch mit Expositionen zu arbeiten. Und das ganze Konzept muss eben dann auf Zwangsstörungen ausgerichtet sein. Und haben eben, die meisten Kliniken haben das nicht, aber es gibt sowohl psychosomatische als auch psychiatrische Kliniken, die eben solche Sozialstationen in Deutschland haben.